Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 1164. Hallo, herzlich willkommen. Und wir gehen rein und öffnen das nächste Booster Pack. So, drückt mal wieder die Daumen. Los geht's heute mit Umi, einer Spielfeldzauberkarte. Alle Fisch, Seeschlange, Donner und Aquamonster auf dem Spielfeld erhalten 200 ATK und Verteidigung. Zusätzlich verlieren alle Maschine- und Pyromonster auf dem Spielfeld 200 ATK und Death. Mystischer Mond, rüste nur ein Monster vom Typ Ungeheuerkrieger mit dieser Karte aus. Es erhält 300 ATK und Verteidigung. Schwert der Legende, rüste nur ein Kriegermonster mit dieser Karte aus. Es erhält 300 ATK und Verteidigung. Dann haben wir Kagemuscher der blauen Flamme. Dieser meisterliche Schwertkämpfer dient als Ersatz für den Herrscher der blauen Flamme. So, jetzt kommt die Rare, ewige Flamme. Und zwar füge den Life Points deines Gegners 600 Punkte Schaden zu. Nicht schlecht. Harte Rüstung. Eine lebende Rüstung, die die Knochen ihrer Feinde zersplittert. Dann haben wir Elektropeitsche, ein Monster vom Typ Donner, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, erhöht seine ATK und Verteidigung um 300 Punkte. Stachel Sidra. Diese Kreatur sticht ihre Feinde mit den Stacheln, die aus ihrem Körper ragen, und durchflutet sie mit Elektrizität. Und die letzte Karte heute hier, der Biberkrieger. Was diesem Wesen an Größe fehlt, wird beim Kampf in der Prärie durch gute Verteidigungsfähigkeit wieder wettgemacht. Ja. Sehr nice. Leider kein Hit heute, aber wir haben ja noch einige Packs vor uns. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.